Das ist Tele Zürich, das Fernsehen von Zürich. Willkommen zurück. Schön, schauen Sie den letzten Teil unserer Jubiläumsserie 20 Jahre Tele Zürich. Der Abschluss der Jubiläumsserie macht nicht einen weiteren Rückblick in die Vergangenheit, sondern einen Arbeitsalltag von Tele Zürich. Nach den Anfangszeiten zeigt Ihnen der Roman Wasik, wie bei Tele Zürich im Jahr 2014 geschaffen wird. Tele Zürich TV 24 Meier. Es ist 8 Uhr am Montagmorgen. Wer heute etwas von oder ins Tele Zürich will, muss beim Empfang und der Céline Meier vorbei. Sie begrüßt nicht nur Besucher und Leute, die anrufen, sondern bringt auch Tageszeitung auf die Redaktion. Was dort drin relevant ist, bespricht die Redaktion auch während der Morgensitzung. Und auch das, was man in der letzten Sendung hätte können besser oder anders machen. Zwischen 9 und 10 entsteht das provisorische Programm von der Zürich News. Um was es wirklich geht, wissen die wenigsten. Darum besucht Lili so ein Lager. Währenddessen liest Olivia Graf von der Sonntag-Redaktion Zuschauermails zu der Sendung von gestern. Es gibt die unterschiedlichsten Reaktionen. Je nach politischer Gesinnung findet ein, man hat zu wenig von diesen Leuten eingeladen oder man hat von denen zu viele eingeladen. Und das ist halt einfach immer das Abwägen. Und ja, es gibt nie eine Punktlandung von dem her. Mit dem Sonntag beschäftigt sich auch die Technik-Equipe. Sie baut das Dekor zusammen und baut das Studio um. Am Abend diskutiert da nämlich Markus Gilli im Tagtäglich mit seinen Gästen. In der Lifestyle-Redaktion machen sich Daniela Lenzel und Oli Kessler parat für einen Dreh. Zurück bleiben Patricia Boser und die Redaktionsleiterin Nicole Himmelreich. Sie bereiten zusammen die nächste Sendung vor. Wir haben drei morgen. Und wir schauen sind wir, wer die schönen Brille hat heute. Wir sind am Strukturieren, schauen, was wir für Themen mit dem Gast besprechen, wo wir was machen. Wenn das wir zum Beispiel jetzt den Einspieler bringen, in welchem Take. Die Sendung besteht aus 4 Takes. Und sie das jetzt vor allem das erste Mal am Strukturieren. Einer, der heute noch viel wird strukturieren und texten, ist der Charles Vogel. Der Charlie ist Desker. Er schreibt und produziert Kurznews und verfolgt darum den ganzen Tag lang, was über die Agentur in die Redaktion kommt. Die meisten sind schon da, du kommst erst jetzt. Warum? Ja, mein Dienst fängt halt regelmässig eigentlich erst um 11 Uhr an. Aber dafür bleibe ich auch länger, bis um 7:30 Uhr. Einfach wenn dann die Tagesschau durch ist und wir können sicher sein, dass wir garantiert nichts verpasst haben. Der Victor Garcia ist für die News-Grafik zuständig. Sein Auftrag heute, einen Unfall von einem Flugzeug zusammenstoß über Wiel grafisch darzustellen. Und dann kann das der Michi, wenn der Retour kommt, dann kann das gerade fix fertig im Schnitt im Beitrag einbauen. Es ist Mittagszeit. Essen in der Cafeteria tut Janet Eggenschwiller praktisch nie. Sie kommt erst gegen die Eis. Die Moderatorin macht sich an die Vorbereitungen vom Wetterbericht, wo am Nachmittag aufgezeichnet wird. Auch der Igor Zilinkan ist am Vorbereiten. Für die Sendung Check-up, das Gesundheitsmagazin, holt er sich die letzten Informationen von der Produzentin Rahel Martens. Das Redaktionsduo realisiert jede Woche eine Sendung. Jetzt geht es auf Dreh für die neueste Geschichte. Es ist 2. Der Piero Convertino bringt Licht ins Dunkle und fährt Bild- und Audioregie auf. Da werden das Wetter, das Zürich Info und Zürich News produziert. Im Studio 2, gerade nebendran, ist das Dekor vom Tagtäglich mittlerweile aufgebaut. Jetzt muss das Studio noch richtig eingeleuchtet werden, damit am Abend die hellen Köpfe nicht über- oder unterbelichtet sind. Okay, ist gut. Fehlt nur noch Luft. Der Kameramann Stefan Dreier ist am Pumpen, aber nicht sein Velo. Das sind sogenannte Pumpstative. Die haben eine Hydraulik drin mit Luft und es war zu wenig drin. Und jetzt soll es wieder heben. Der Roger Kohler ist ein Urgestein von Tele Zürich. Der Sendeleiter stellt unter anderem das Programm zusammen, platziert Werbeblöcke und schaut, dass die Stundenschlaufe exakt auf die Sekunden aufgeht. Es ist manchmal eine knifflige Angelegenheit. Es ist ein bisschen wie ein Kreuzworträtsel lösen. Man muss manchmal ein bisschen suchen, bis man die richtigen Lückenfüller auch hat. Wenn man natürlich eine gewisse Routine hat, dann weiss man ganz genau, wenn ich noch 26 Sekunden zum Füllen habe, das und das muss rein. Wenn man das kann, dann ist es eigentlich nicht so ein Problem. Es ist 3. Die Lifestyle-Equipe kommt von ihrem Dreh zurück. Sie haben beim Coiffeur-Unternehmer Valentino zu Hause ein Fotoshooting gefilmt. Super gegangen. Viele Models, viel nackte Haut, neueste Frisuren. Ist gut gegangen. Ja,
Ja, ja, endlich mal die Villa gesehen von Valentino. Scheiße. Recht herzlich willkommen zu Ihrem TV24-Wetter am Montag. Am 4. ist es Zeit, um das Wetter aufzuzeichnen. Da wird das Wetter für Tele Bern, Tele M1, TV24 und Tele Zürich aufgenommen. Nach der Linda Gwerder ist Janet Eggerschwiler an der Reihe. So, Achtung. Schönen guten Abend, ich schaue das Wetter am Montag. Um 4:30 nimmt die Auftragsgrafik von Victor Garcia langsam Formen an. Es ist nur eine von vielen, die er bis am Abend um 6 Uhr gestaltet hat. Die Zeit läuft, es ist 5 Uhr. Wird es kompliziert im Schnitt, stehen den VJs wie Dame Filippo Obor professionelle Cutter zur Seite. Sie helfen, wenn es knapp und schwierig wird. Zürich News rückt näher. Alles kommt langsam zum Abschluss. Der Charles Vogel macht seine Kurznews fertig. Und dann ist es soweit. 5 Minuten bis zur Sendung. Die Zeit ist knapp. Tina Biedermann muss pressieren. Knapp wie immer. Nein, nicht knapper als sonst. 3, 2, 1, top! Zürich News mit Tina Biedermann. Montag, der 25. August. Herzlich willkommen. Zum Wochenanfang sorgt das für Schlagzeilen. Nach der Sendung gehen die Ersten auf den Heimweg. Nicht so der Roger Kohler, der Herr vom Ablauf, hat noch eine lange Nacht vor sich. Zum 20-Jahr-Jubiläum von Tele Zürich zeigt Markus Gilli jetzt gerade im Lifestyle, dass er nicht nur ein knallharter Chef und Talkmaster ist, sondern dass er auch ganz sensible Seiten hat. Ich wünsche Ihnen noch einen ganz schönen Abend und bis morgen.